habe da 10 Stunden. Oh Gott, das ist mir zu viel Mathe. Aber auf jeden Fall, du brauchst lange. Das ist ja schon mal. Alter. Also ich freue mich schon, wenn ich dann irgendwann den Kack machen muss. Naja, wenigstens hast du ja was nebenbei, um dich abzulenken. Als Unterhaltung. Ich glaube, nur das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Langweilig. Jo. Wie hier noch jemand tanzt? Sachchen. Charlie, lass mich dir meine Tanzkunst. Ach du mal, was macht ihr halt da? Lass dich nicht aufhalten. Was? Wie? Was machst du da, Geralt? Das lässt du doch wohl nicht tanzen. Ach, Scheiße. Na komm, zeig mir deinen Hüftschwung. Zeig mir deinen Hüftschwung, komm. Bisschen mehr Gefühl reinlegen. Okay, bin mal wieder im Block. Okay, mach das. Viel Spaß. Auf euch, ihr Herren Zwerge, mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf tretet. Oh, Scheiße. Gut, getrunken haben wir also auch. Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Was habe ich von über Frische Hochzeit gehört? ich habe über unseren Hochzeitstanz sinniert. Weil Geralt und Shani da vorhin eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt haben. Und wir sogar, also wir könnten diesen Tanz sogar auch hinkriegen. Das hatte ich vorhin gemeint, mit, dass unser Tanz werden könnte. Ich meine, das würden wir beide hinkriegen, ohne großartigen Tanzunterricht. Mega. Kannst du dir ja dann in der Wiederholung mal angucken. Natürlich hast du. Er war ein leuchtendes Vorbild. Olgierd war ganz so sehen, was ich meine. Stärker. Olgierd konnte vor dir lesen, obwohl du dir jede Mühe gegeben hast, ihn zu schlagen. Später. Aber Bruder, du musst mal auf dein Handy gucken. Ich hab dir da was geschrieben. Shani, es tut mir leid, dass du dir das anhören musst. Hör auf, dir was vorzumachen.
Shani ist nicht deinetwegen hier, sondern wegen Geralt. Selbst im Tod spielst du noch den Nachfahren. Gesehen, super. Oh, und noch was. Olgierd ist ein viel besserer Tänzer. Du räudiger Hundesohn! Er ist mein Bruder! Ich habe ihn geliebt! Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab oft, vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Oh, damit hast du nicht ganz unrecht. War schon interessant. Es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Ja. Komm, die Nacht ist noch jung. Echt easy, das? Alles Lüge. Nicht ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich nicht um. Olgierd war nicht nur mein Bruder, er war auch mein bester Freund. Warum schreit die plötzlich? Ich setze meine Hoffnung an Hochzeitsaktivitäten. Das ist sicher. Ich habe ihn gesehen. Wenn er eingetroffen ist, wo ist er dann? Du bist Hallo. Guten Tag, hier. Oh nein, nicht Gwent. Willst du vielleicht eine Partie Gwent mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen. Nein. Nicht. Nein. Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Na scheiße. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir. Von allen Tischen habe ich gerade den Schlimmsten erwischt. Alles. Ich gehe aufs Ganze. Nein! Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute mein Geld noch viele nicht. Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Der verzockte mein Geld. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie... Nein, wirst du nicht, Geralt. Wir haben nicht besonders viele Karten. Würde ich mal sagen. Mhm.
Das geht auch ganz gewaltig in die Hose. Ich passe erstmal. Ich würde feige. Stimmt, ich kann ja auch erstmal eine Runde verlieren. Solange ich die anderen beiden gewinne, ne? Ich darf aber irgendwann auch nochmal. Ist er nett? Ich darf aber auch noch, oder? Danke. Ich wollte ja nur mal fragen. Ich verliere das Ding sowieso. Ich bin hier so semi-gut, ne? Ja, passt. Bin immer noch dran. Ich kann doch auch passen, ne? So. Warum habe ich eigentlich so eine blöde Karte gekriegt? Ich will die so einen da haben. Ich werde verlieren. War klar. Oh, passt doch einfach. Kleines Arsch. Belagerung. Stimmt. Haha, damit habe ich wenigstens ein bisschen. Na gut, okay, ich verliere eh. Ja, ich hab verloren. Ich hasse Gwent. Ey, Gwent ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, ich weiß. Ja, Niederlage. Hör auf damit. Ne? Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also, vielleicht können wir uns ein. Nein, können wir nicht. Versuch nicht, dich rauszubinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Ach, komm. Kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst. Der muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion.
Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört. Einverstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr interessant aus. Ja, ne? Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit. Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Ja, mit diesen Ohren. Ey, diese Ohren gehen gar nicht. Was für ein Spaß, dieses Quint. Weiter zum nächsten Vergnügen. Was wollt ihr? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Loder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein. Die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Und lass mich raten, wir dürfen den Feuerschlucker suchen oder ihn ersetzen. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Mit Eselsohren drauf. Eselsohren. Der sollte erstmal sich selber helfen. Vielleicht ist das die aktuelle Mode hier. Oh, das bezweifle ich. Naja, besser die Eselsohren als der Topfschnitt von ihm. Der war jetzt auch nicht so der Briller. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methode. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Mhm. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind. Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Und sagte sie, ohne zu wissen, dass wir nie wiederkommen werden. Das Abenteuer ruft. So viel Geld einfach zum Fenster rausgeworfen. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir den Hund rechtzeitig finden. Jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ein Ast. Ich will mich weiter plagen, ob während da jemand zu schwer für ihn war. Offenbar schluckt unser Feuerschlucker nicht nur Feuer. Vielleicht hat auch nur jemand Feuerholz geholt. Ach, was ist diese Jagd für ein Spaß? Das ist die Narrenkappe eines Funkenspuckers, wenn ich je eine gesehen habe. Er muss sie auf der Flucht vor Satan verloren haben. Zwei Schlüsse. Unser Magier ist fett und ein Feigling. Ich will mal kurz gucken. Okay, ich bin hier oben. Dann ist alles gut. Wie gesagt, nicht, dass ich hier in irgendeine Spinne reinrenne. Vielleicht kommt hier trotzdem einer.
Mensch, da oben sitzt er. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Oh. Sieht so aus. Hey da, komm runter. Oh nein, komm nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Jetzt besoffen? Und was jetzt? Das klingt doch so. Wir beruhigen den Hund. Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Oh, nö. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Der ist Warum echt hast Satan. Du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Wir tragen immer noch Eselsohren. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Ja, was soll man noch anders machen, wenn man stundenlang auf einem Baum sitzt? Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Das sind vortreffliche Ohren. Vielleicht probiere ich sie auch mal, wenn sie unter meine Kappe passen. Deine Kappe, Meister. Verloren auf feiger Flucht vor einem Winzling. Vor einem Winzling. Meine Lieblingskappe. Na gut, manche haben halt Angst vor Hunden. Die hat mir immer Glück gebracht. Ich trage sie bei jeder Vorstellung. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Würde ich auch mal so sagen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Oh, du führst mich nicht hinters Licht. Ich kenne Typen wie dich. Also, das ist der Plan. Wir folgen diesem Weg, bis wir bei der Hochzeit ankommen. Bis dahin solltest du ausgenüchtert sein. Aber... Ruhe! Weißt du, wer ich bin? Wenn ein Adliger spricht, hörst du zu. Du weichst mir nicht von der Seite. Wir kehren zur Hochzeit zurück und dort gibst du eine Vorstellung, bei der die Gäste sich vor Freude einnässen. Kapiert? Ja. Gut, auf geht's. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Oh je. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das ist ein Wildschwein. So wenig wie dein Schniedel eine Zeltstadt. Versteck dich, bitte. Ein Wildschwein, das wir bis eben nicht getroffen haben. So, kommst du jetzt? Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen.
Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Armer Hund. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Sein Arsch gerettet. Ja, gut. Hallo. Ich komm wieder rein noch raus. Leute. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh, Schein. Ich komme allein zurecht. Dieses Fest dauert echt sehr, sehr lange. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, oh nein, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Das geht in die Hose. Ohne Nachfrage kein Angebot, aber es wäre eine großartige Rede gewesen. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Du bist Brautjungfer, Schatten. Tu deine Pflicht. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die frisch vermählten. Euer Beischlag soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stiefmitzeln. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, wenn's uns kaum poppen. Sie wird dir treu sein und trinken wir baden darauf, dass wir ein Paar sind und dass wir ein Paar. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Das wird einfach schwierig. Ja. Oh nein. Oh nein. Wie eine Torkelt. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen.
wie wir auf Olgirds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Wir sind nicht langweilig. Wir sind einfach nur vernünftig. Sonst versuchen wir es. Aber nimm diese Eselzone ab. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Nein, nein, nein. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind. Ich steck sie weg. Ja, unbedingt. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tübchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha, wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Charlie, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Everett. Pizza, Pizza. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Oh Mann. Er hat doch so eine schöne Nacht gehabt. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Lass mir die Leute mal quälen. Götter, was ist hier passiert? Schmeckt super. Was hast du ihm angetan? Besser als der Hähnchendöner. Geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Everreck wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Turn down for what? Nein. Ich sollte bald zu Olgir zurückkehren. Ich wollte einfach das andere. So schnell ist es vorbei. Und ich dachte, wir hätten noch etwas Zeit miteinander. Dumm von mir, nicht? Das würde ich nicht sagen. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du Leute, redet mal schneller. Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Ja, gut. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg.
Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken, einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Oh Mann. Wenn, werden wir das aber erst beim nächsten Mal genießen. Denn. Ja, dann macht, dass ich speichern kann. So, denn ich muss jetzt einmal noch im Discord was vorbereiten.